Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich auf diese Art und Weise heute Kontakt zu euch aufnehmen kann, dass ich zu dir, der du heute angeklickt hast, Kontakt aufnehmen kann. Ja, all unser Leben, unser Alltag, auch unser Gemeindealltag in der Adventgemeinde Lüneburg ist geprägt zurzeit von der Corona-Krise. Sie bestimmt zurzeit nicht nur das Nachrichtengeschehen, sondern auch unser Gemeindeleben. Deswegen mussten wir auch unsere Gottesdienste einstellen, und werden dies voraussichtlich bis zum 19.04. auch tun, vielleicht aber auch noch etwas länger. Das wissen wir nicht. Aber wenn man die Nachrichten anstellt, dann ist man auch erschüttert, wenn man das hört von den vielen Tausenden, die schon erkrankt sind. Gott sei Dank bislang nur wenige Tote in Deutschland. Aber manch einer ist vielleicht auch von euch in Quarantäne, zum Beispiel die Kinder unserer Gemeinde, die Schüler sind in dem Johannium in Lüneburg. Aber selbst wenn man selber vielleicht weniger von der Krankheit an sich betroffen ist, so sind wir doch alle von den Vorsorgemaßnahmen betroffen. Wir sind aufgerufen, unsere Sozialkontakte weitestgehend einzustellen. Und aus dem Grund mussten wir ja auch unsere Gottesdienste und die Versammlungen absagen. Und so sind unsere Kontakte zurzeit eigentlich auf die Kernfamilie begrenzt. Vater, Mutter, Kind. Ja, das mag noch gehen, doch was soll man tun, wenn man alleine ist? Wenn man alleine wohnt oder vielleicht alt oder krank ist und sowieso nicht viele Kontakte pflegen kann? Da stellt sich irgendwann sicherlich auch das Gefühl der Einsamkeit ein. Vielleicht noch nicht jetzt. Aber in 4 oder 5 Wochen, da kann das schon so sein. Und da hilft es sicherlich zu wissen, selbst wenn ich in meiner Wohnung jetzt alleine bin, wir sind doch zusammen, miteinander vereint. Wir können miteinander im Kontakt stehen. Sei es durch das Telefon oder durch moderne Medien wie YouTube jetzt hier in diesem Fall oder WhatsApp. Oder sei es auch einfach ganz klassisch durch einen Brief. Ganz besonders stehen wir aber miteinander im geistlichen Kontakt, indem wir miteinander ins Gebet gehen. In der Bibel lesen wir von einem, der auch einmal ziemlich alleine war, sich zumindest ziemlich alleine fühlte, und zwar der Prophet Elia. Im 1. Könige, Kapitel 19, Vers 14 steht: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Was hat Elia dazu veranlasst, eine solch verzweifelte Aussage zu tun? Was hat ihn dorthin gebracht, an diese Stelle? Elia hat eigentlich fantastische Wunder erlebt. Und Gott hat großartige Wunder durch ihn selbst gewirkt. Elia sprach die Strafe über den König Ahab aus und über das Volk Israel, weil sie von Gott abgefallen sind. 3 Jahre hat es schon nicht mehr geregnet. Er erlebte, wie er in dieser Zeit am Bach Krit von ein paar Raben versorgt worden ist. Und später, als er zu der Witwe in Zapat kam, da erlebte er dieses besondere Wunder, dass das Öl nicht ausging und das Mehl nicht leer wurde. Im 1. Könige 17, Vers 14 lesen wir davon. Schließlich wurde durch ihn, durch Elia selbst, der Sohn dieser Witwe auch noch zum Leben erweckt. Und dann natürlich dieser Showdown auf dem Berg Karmel. Elia ruft das Volk und den König zusammen und er stellt sie vor die Wahl. Wer ist der wahre Gott? Wem wollt ihr folgen? Gott, Jahwe oder Baal auf der anderen Seite? Und er sagt, was hinket ihr auf beiden Seiten? Ihr müsst euch entscheiden. 1. Könige 18, Vers 21. Und während die Baalspriester alles aufgebaut haben und sie den ganzen Tag geschrien haben zu ihrem Gott und nichts passierte, erlebte Elia, dass auf sein Gebet hin Feuer vom Himmel fiel,
sein Opfer, den Altar, alles Wasser, das er darüber gegossen hatte, verzehrte. Eine umwerfende, eine beeindruckende Demonstration der Macht Gottes. Und nach diesem Highlight, da hört dann Isebel, die böse Königin, von dem, was Elia dort getan hat. Und sie droht, ihn umzubringen. 1. Könige 19, Vers 2. Und was passiert? Elia klappt zusammen wie ein Taschenmesser. In Kapitel 19, Verse 3 und 4 lesen wir, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben. Er floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Und dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter, bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. »Herr, ich kann nicht mehr«, stöhnte er, »lasst mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt?« Wie kann es sein, dass der Prophet, wo er solche fantastischen Dinge erlebt hat, auf einmal in so einen Tiefpunkt, in so eine Depression verfällt? Für uns Außenstehende gab es doch gar keinen rationalen Grund für seine Furcht. Hatte er nicht gerade erlebt, wie mächtig Gott ist? Was ist da die Isebel im Vergleich zu dem, was Gott durch ihn schon getan hat? Und er war ja gar nicht so sehr allein. Ein paar Verse davor wird berichtet von dem Hofdiener Obadja, dass dieser 100 andere Propheten Gottes versorgt hat, in Höhlen versteckt hat. Aber Elia hat sie halt nicht gesehen. Und wahrscheinlich war einfach all das, was dort passiert ist, die Wunder dieser Showdown auf dem Karmel, einfach zu viel für ihn. Und als dann noch diese Drohung der Isebel kam, da war das dieser sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Das, was Elia hier erlebt, das nennen wir heutzutage modern ein Burnout. Es ist eine Depression, in die er hier verfällt. Und selbst wenn die objektiven Fakten eigentlich das gar nicht erahnen lassen, es geht gar nicht darum, was objektiv ist. Es reicht, wenn man sich gefühlt völlig fertig und verlassen fühlt. Und wie geht es uns, wenn wir jetzt auf unsere Häuser, auf unsere Wohnungen beschränkt sind, wenn wir nicht herauskommen können und miteinander die gewohnte Gemeinschaft pflegen können? Corona ist in Deutschland bislang noch nicht so dramatisch am Wüten, wie es in anderen Ländern ist, zum Beispiel Italien oder China. Wenn ich den Stand von gestern, Donnerstag, 19.03. nehme, da wurde so von 15.000 Infizierten berichtet. Es waren noch knapp unter 50 Verstorbene. Sicherlich jeder Einzelne ist zu viel, aber im Vergleich zu dem, was andere Länder da tragen müssen. Außerdem leben wir in Deutschland in einem Land mit einem fantastischen Gesundheitssystem, das auch noch nicht überfordert ist. Immerhin haben wir auch deswegen all diese Vorsorgemaßnahmen auf uns genommen, damit eben nicht so viele Infizierte in Deutschland gleichzeitig sind und die Krankenhäuser den Ansturm noch bewältigen können. Allein das ist der Grund für all diese Anstrengungen, die wir tun. Und deshalb ist das auch sehr sinnvoll, dieses Opfer zu bringen. Denn jede Infektion, die wir dadurch vermeiden können, kann in der letzten Konsequenz sogar Leben retten. Und letzten Endes sind ja auch die Einschränkungen, die wir zurzeit erleben, eher moderat. Die tägliche Versorgung ist gesichert, auch die mit Klopapier übrigens. Und bislang, bis auf einige Kreise in Bayern, gibt es auch noch keine Ausgangssperren. Wobei, das kann sich ändern, wenn die Menschen nicht vernünftig sind und selbstdiszipliniert zu Hause bleiben, um die Menschen, die zurzeit den Kranken helfen, auch eine Verschnaufpause, eine Entlastung zu bringen.
Und letzten Endes haben wir auch die Zusage von unserer Regierung, dass Jobs und Wirtschaft gestützt werden sollen. Und doch fühlt es sich gefährlich an, das, was dort auf uns zukommt. Wir können es nicht so richtig greifen. Wir haben keine Erfahrungen damit. Und es ist ja auch gefährlich, diese Corona-Krise, dieser Coronavirus, gerade für ältere oder vorerkrankte Menschen. Aber es fühlt sich schlimm an, wenn uns eben der Zuspruch, der gewohnte Austausch fehlt, wenn wir keinen Körperkontakt suchen sollen. Und dann führen diese Belastungen auch zu Stress und Verzweiflung. Und Stress und Verzweiflung müssen nicht objektiv sein. Es reicht, wenn es gefühlt ist, um uns in eine Depression zu treiben, so wie Elia. Aber Elia hatte eine ganz klare Zusage, und zwar, du bist nicht allein. Es ist fantastisch, in der Bibel zu lesen, dass Gott dieses Bedürfnis und diese Sorgen, diese Nöte von Elia ernst nimmt. Er hört ihn zu, er antwortet ihm sogar gleich zweimal, können wir in diesem Kapitel 19 lesen. Und er schenkt Elia eine großartige, neue, noch bessere Gotteserfahrung als das, was er vorher hatte. Elia begegnet Gott persönlich dort am Berg Horeb. Und zwar nicht im Sturm oder Feuer oder im Erdbeben, wie wahrscheinlich Elia das eigentlich erwartet hat und wie wir es ja eigentlich auch erwartet haben, sondern in diesem sanften Säuseln, wie wir im 1. Könige 19, Vers 12 lesen. Und diese Begegnung in dem Sanften, in der Stille, das können wir auf unsere Zeit und auf unsere Welt übertragen. Das ist wie die Begegnung im Gebet. Nicht die großen Wunder, die große Action ist es, die uns den Zuspruch und die Nähe Gottes versichert. Es ist die Begegnung in der Stille. Und in dieser Stille antwortet Gott Elia in Kapitel 19, ich lese die Verse 15 und 16 und 18 nach der Elberfelder Bibel. Da sprach der Herr zu ihm: Geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram, und Jehu, den Sohn des Nimschi, sollst du zum König über Israel salben. Und jetzt kommt es: Und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Aber ich habe 7000 in Israel übergelassen, all die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Die Botschaft von Gott an Elia ist: Du bist nicht allein. Da waren ja auf jeden Fall schon diese 100 Propheten, von denen Elia eigentlich wusste, doch er hatte es vergessen. Es war aus seinem Sinn offensichtlich verdrängt worden, weil er sie nicht gesehen hat. Aber Gott sagt: Ich habe sogar 7000 noch, die sich nicht vor Baal gebeugt haben. Elia, du bist nicht allein. Und Elia bekommt den Auftrag, die Zukunft zu gestalten. Er soll Könige salben für Aram und Israel, aber besonders bekommt er den Auftrag, Elisa, seinen eigenen Nachfolger, zu suchen und zu salben. Und letzten Endes sagt Gott damit: Du musst diese Last, die du bislang alleine getragen hast, nicht mehr alleine tragen. Du bist nicht allein. Und das ist letzten Endes auch Gottes Botschaft an dich und an mich und an uns in der Gemeinde in Lüneburg. Selbst wenn wir in unseren Häusern sind, wir sind nicht allein. Es sind weit mehr als 100 von unserer Gemeinde übrig, die sich ja täglich im Gebet versammeln. Aber wir sind halt ähnlich getrennt voneinander untergebracht, so wie bei Elia und eben die anderen Propheten in diesen Höhlen. Und wenn wir daran denken, wie viele Tausend, ja Millionen anderer Christen wir verbunden sind in unserer Stadt Lüneburg, in Deutschland oder in der ganzen Welt, dann wissen wir, wir sind nicht allein. Wir sind nicht nur Schönwetterchristen, die sich im Gottesdienst am Sabbat berieseln lassen und das gewissermaßen als unser Glaubensleben erschöpfen, sondern wir sind treu
in Wort und Gebet, auch wenn wir alleine in unseren Wohnungen sind. Und wir müssen nicht alleine bleiben, wenn wir Hilfe brauchen. Es gibt eine großartige Bereitschaft zur Hilfe auch in unserer Gemeinde. Die Diakonie oder auch die Jugend haben angeboten, wenn jemand in der Gemeinde Hilfe braucht, vielleicht zum Einkaufen, weil er alt oder krank ist und sich eben nicht mehr der Gefahr der Infektion aussetzen kann oder möchte, dann wollen wir dort helfen. Ihr müsst es nur uns mitteilen, mir, Timo Grebe oder eben auch unserer Diakonieleiterin Karin Lindemann. Und wir haben auch viele tolle Angebote, wie wir auch unser Gemeindeleben, unser geistliches Leben von zu Hause aus noch gestalten können. Wir haben großartige Möglichkeiten, über den Hope Channel auch Predigten oder Bibelgespräch mitzuerleben. Wir finden den Hope Channel im Internet unter www.hopechannel.de oder wer Satellitenfernsehen hat, kann ihn auch dort empfangen. Und jeden Sabbat ab 9.30 Uhr gibt es dort auch Gottesdienste. Ab 10.30 Uhr kommt dann die Predigt, die nennt sich beim Hope Channel Atem der Hoffnung. Und die Angebote des Hope Channels lassen sich auch hier bei YouTube finden und anschauen unter Hope TV Deutsch. Viele Kinder leiden sicherlich auch darunter, dass ihr Kindergottesdienst nicht mehr stattfindet. Hier haben wir ein tolles Material auch von dem Religionspädagogischen Institut unserer Kirche, dem RPI, zur Verfügung gestellt bekommen. Sie schreiben vom RPI, wir bieten das Erzählt-Zusatzmaterial, so heißt das Material, für zu Hause aktuell kostenfrei an, sodass in den kommenden 7 Wochen Kinder wertvolle geistliche Impulse erhalten können, auch wenn es keinen Kindergottesdienst in den Gemeinderäumen gibt. Ihr findet dieses Material auch wieder im Internet unter www.sta-rpi.net. Aber das Wichtigste ist, dass wir in Kontakt bleiben im Gebet. So wie Elia in der Stille Gott begegnete, können auch wir in der Stille einander und Gott begegnen. Wir haben als Gemeinde verabredet, uns jeden Sabbat, wenn der Gottesdienst im Hope Channel vorbei ist, also etwa 11.30 Uhr, zum Gebet zu versammeln. Und zwar jeder in seinem eigenen Haus beten wir füreinander und miteinander. Und zusätzlich laden wir jeden ein, am Abend um 20.30 Uhr ins Gebet zu gehen. Wir haben Informationen bekommen, wir haben gehört, wie es in der Welt ist, in der Tagesschau vielleicht. Und um 20.30 Uhr können wir gewiss sein, dass viele aus der Gemeinde gemeinsam mit uns ins Gebet gehen. So wollen wir in unseren Gebetszeiten für die Betroffenen und Helfer der Corona-Krise beten. Wir wollen an unsere Alten und Kranken denken, die ja besonders gefährdet sind von dieser Erkrankung, viel mehr als wir Jüngeren. Und wir wollen für Einheit und Zusammenhalt der Gemeinde beten, dass diese Zeit, wo wir uns nicht sehen, uns nicht auseinandertreibt, sondern uns noch enger miteinander verbunden sein lässt, eben durch das Gebet. Und letzten Endes wollen wir auch für die Verantwortungsträger in der Politik und in der Verwaltung beten. Sie müssen zurzeit wichtige Entscheidungen treffen und in Weisheit mit dieser besonderen Herausforderung umgehen. In diesen Zeiten der Corona-Krise mag uns manches ängstigen. Auf jeden Fall ist unser Alltag stark durcheinandergewürfelt worden. Zu all dem kommt hinzu, dass wir eben nicht mehr die gewohnte Gemeinschaft im Gottesdienst und unseren Versammlungen haben können. Doch du bist nicht allein. Wir stehen zusammen, so wie Elia Gott von Gott neu aufgebaut worden ist und Zukunft gestalten sollte, so baut auch er uns auf. Mit tollen Hilfsangeboten, die wir in Anspruch nehmen können, aber vor allem durch die Begegnung im sanften Säuseln, in der Stille, im Gebet. Daran wollen wir festhalten und damit wollen wir uns gegenseitig Mut machen, zuversichtlich sein. Gott ist und bleibt in allem, auch in der Corona-Krise, der Sieger. Amen.